Ja, hallo Freunde, heute mit einem ganz kurzen Video, beziehungsweise ja, vielmehr eine Ergänzung zu meinem letzten Video hier, wie man die Netzwerkgeschwindigkeit, hier fehlt ein T, sehe ich gerade, messen kann im LAN oder WLAN, ja, also mit Kabel oder ohne Kabel, und zwar hier mit iPerf. Ja, ich hatte hier gesagt in dem Video, dass man zwei Rechner braucht. Ja, der eine muss als Server laufen und iPerf-Server und der andere als Client. Das ist auch richtig so. Wir haben jetzt hier nur einen tollen Hinweis bekommen, hier vom Andy, vielen Dank an der Stelle, dass wir nicht unbedingt beziehungsweise gar nicht zwei Rechner brauchen, wenn wir eine aktuelle Fritzbox haben. Da gibt es diese Funktion, dieses ja, iPerf Server sozusagen ist mit integriert in der Fritzbox. Das muss nur hier bei dieser etwas versteckte Konfigurationsseite hier aktiviert werden. Ja, die Adresse ist hier fritz.box/support.lua. Hier einfach die mit dem Passwort unseres Fritzbox hier anmelden. Und schon gelangen wir hier auf der Seite. Genau, ich habe das jetzt, das ist jetzt hier Daten- oder Durchsatzmessung. Ich habe das jetzt schon aktiviert. Normalerweise Standard ist hier alles deaktiviert. Ja, einfach den Haken hier setzen und auf Einstellungen übernehmen. Das dauert einen kleinen Moment und schon ja, fungiert jetzt die Fritzbox auch als iPerf-Server. Was wichtig ist, vielleicht hier noch zu beachten, ist hier der Port. Ja, das ist nicht der Default-Port. 5000 oder 5001 oder wie das war, vom iPerf, sondern das läuft jetzt, lauscht hier auf dem 4711. Ja, ups, jetzt habe ich das. Und das funktioniert nicht mit iPerf 3, die letzte Version. Ich habe das jetzt schon getestet. Ich mache mal jetzt direkt mit dem, ja, etwas ältere Version, iPerf 2. Wir starten jetzt hier und starten einfach einmal. Hier kommt die IP-Adresse unserer Fritzboxes. Und wie gesagt, einfach darauf achten, dass der richtige Port hier mit angegeben ist. Dass nicht auf den Standardport lauscht, die Fritzbox. Und schon können wir hier, das dauert jetzt wahrscheinlich 10 Sekunden, genau, sehen und unsere, ja, Geschwindigkeit hier messen. Wir sehen hier 106 Megabyte, ja, mit einer hier 89 Mbits per Second, ja, pro Sekunde. Das ist jetzt hier. Wir können das nochmal spaßeshalber vielleicht jetzt. Hier habe ich einen Switch dazwischen mit dem Rechner. Wir können jetzt nochmal mit einem anderen Rechner versuchen. Und zwar der hier mit einer leider etwas älteren, ja, wie nennt sich das? Powerline, D-Line, ja, aber die Steckdose verbunden ist und der ist viel langsamer, denke ich. 14, zack, das war doch, ja, richtig, zack. Und hier sehen wir das nochmal. Hier habe ich, wie gesagt, das ist über Powerline verbunden. Und hier sehen wir, dass es viel, viel langsamer ist. 15,9 Mbit per Second. Ja, okay, das war's eigentlich auch schon alles. Ja, ich wollte noch mal ganz kurz, ja, hier Bescheid sagen und mich bedanken hier für den Hinweis an der Stelle. Ja, dass es hier mit der Fritzbox auch wunderbar funktioniert, wenn eine, weiß ich nicht, halbzwecks neuere Version. Ich weiß jetzt nicht, ab wann jetzt hier dieses iPerf-Server hier mit integriert ist. Aber ja, einfach mal versuchen. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.